Hallo und herzlich willkommen bei, ja, eigentlich einer Modvorstellung, die jeder kennt, bei S Plus. Ich wurde gefragt, ob ich die S Plus Tech Sachen so ein wenig vorstellen kann. Wir befinden uns hier in meiner, ja, ich habe schon ein paar Aufnahmen versucht und haben mir jedes Mal gedacht, nö, gefällt mir nicht, mach's noch einmal. Dabei entstand das hier. Also, ich habe hier schon ein kleines Gebäude gebaut, voll klein. Was Tech angeht, ist klein immer Definitionssache. Womit sollte man anfangen? Also das erste Teil, das man definitiv ja braucht, das ist der, wo ist er? Der hier, der Replikator. Ich stelle ihn jetzt hier nochmal hin. Ich habe ihn zwar hier schon, ist aber egal. Wo ist er? Da. Dieses kleine Ding braucht mindestens 3x3 Foundations. Ist überdimensional groß. Ich benötige es aber, um die ganzen Tech-Sachen dann herzustellen. Wenn ich den S Plus baue, dann zeigt er mir hier auch die normalen an und auch alle S Plus Teile. Die finde ich dann hier quasi. Könnt also sagen, das möchte ich bauen. Ich habe jetzt nicht alles da. Achso, ich habe ihn noch nicht aufgedreht. So, und jetzt bau mir ein. Wo war es denn jetzt? Das ist das S Plus Light. So. Man sieht, man hat dann alle S Plus Engramme da. Also theoretisch braucht man den S Plus Tisch nicht mehr. Allerdings, der S Plus Tisch ist mini im Vergleich zu dem hier. So, schon hätten wir das Light gebaut. Abdrehen. Weg da. Dankeschön. Ich habe ihn hier hergestellt, also wenn man brauchen, hier ist er. Ich habe ihn auch so ein bisschen abgeschlossen, damit man Ruhe vor ihm hat. Hier stehen Betten. Gut, was brauche ich noch am Anfang? Es hängt dann natürlich von der Gegend ab, in der ich bin. Auf jeden Fall nicht schlecht ist so ein Schild. Ich bin hier knapp vor der Radioaktivität. Mit dem Schild kann ich auch in die Radioaktivität. Allerdings muss das Schild halt dann permanent laufen. Ich sollte es also auch regelmäßig schauen, dass es funktioniert. Also sollte plötzlich ausgehen, habe ich ein Problem. Das da sollte nicht passieren, weil sonst bin ich voll der Radioaktivität dann ausgesetzt. Ja, aber in diesem Schild kann ich theoretisch machen, was ich will. Gut. Das Schild gibt es natürlich auch im Plus. S Plus. Kostet das gleiche wie das normale. Ich glaube, da kann man es besser herzeigen. Schild. Warum findet man nur das S Plus? Gute Frage. Also sollte theoretisch ja beide finden. Da ist das noch. Achso, weil es Force Field heißt, ja. Kostet das gleiche. Aber, warte mal, wir können es ja einmal machen. Ein Force Field. Und hier haben wir das S Plus. So, wo ist es denn? Force Field. Der Unterschied, man sieht, Haltbarkeit ist gleich. Das hier braucht Element zum Laufen. Das heißt, ich hole mir jetzt einfach mal Element, und zwar 100. Zack. Jetzt könnte ich ihn aufdrehen. Jetzt braucht er, ich glaube, 5 Minuten. Genau. In 5 Minuten aktiviert sich das Ding dann und dann kann man schauen. Das Ding hingegen drehe ich ab und drehe ich auf. Da ist es. Das ist schon mal einer der größten Unterschiede. Hier habe ich immer 5 Minuten Verzögerung. Ich kann hier allerdings gleich sagen, mache auf Maximum, weil 10 habe ich hier auch. Und jetzt warten wir, bis das Schild dann quasi da ist. So, das sind einmal die wichtigsten zwei Dinge am Anfang. Was auch hilft, ist natürlich ein Torwart. Es gibt dazu dieses Tech-Turret oder das normale Turret.
Bauen wir mal beide wieder. Und stellen wir beide hier her. So, wir haben hier das S Plus. Und wir haben hier das normale. So. Schauen wir mal rein. Benötigt Charts. Das heißt, ich pull mir mal Charts. Da ich im Kreativmodus bin, habe ich gar kein Problem damit. Ich kann alles tragen. So, turn on. Was kann ich hier machen? Ich kann sagen, die Range auf High. Ich kann sagen, Warning, ja oder nein. Ich kann sagen, auf was schießt du? Bitte nur auf wilde Kreaturen. Options. Ich könnte jetzt sagen, irgendwas. Achso. Add nearby creature class to exclude. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas habe, was wild in meiner Basis rumrennt, müsste ich schauen, dass es in der Nähe ist und könnte sagen, das greifst du bitte nicht an. Da kann ich noch sagen, welches Level von Minimum bis Maximum. Das Ganze kann ich hier auch einstellen, ist nur etwas einfacher gelöst. Ich habe hier die Turret Options und kann sagen, Range High, Warning ja oder nein. Wild only. Und hier kann ich jetzt sagen, zum Beispiel Paraceratheriums greifst du nicht an. Accept. Alles andere schon. Also Wille. Ja. Also das hier wäre der Unterschied bei den Turrets quasi. Ich brauche die zwei nur hier nicht. Ansonsten, das braucht auch Shards zum Laufen. Das ist die Munition quasi. Wenn jetzt hier irgendwas spawnen könnte. Achso. Ja, das Turret da unten feuert gerade. Es hat gerade wieder irgendwas abgeschossen. Ich weiß noch nicht was, aber egal. Hätte man irgendwas zum Spawnen? Warte mal. Eine wilde Roll Rat. Genau, Moment. Machen wir es so. Kopieren. Hat sie überlebt? Nö, ich glaube nicht, oder? Ich spawne jetzt noch einmal eine. Ganz schnell. Ach, die fliegt von meiner Foundation. Beziehungsweise fliegt es wahrscheinlich aus dem Schild raus. Was, und jetzt greift das nicht mehr an? Wenn ich nur dich auftreffe. Und wenn ich sie jetzt angreife. Okay, die ist jetzt so in die Strukturen gepackt, dass sie nicht will. So. So, da sieht man, das sollte das Turret damit machen. Genau. Und da ist egal, welches der Turret. Ich erledige das mal so. Wirklich. Bauen wir es auch noch ab. So. Das wäre der Unterschied zwischen den Turrets. Im Prinzip also nicht viel. Weil alles, was ich hier umstellen kann, das Min-Level, Max-Level, haben wir gesehen, kann ich mittlerweile eigentlich auch hier umstellen. Nur ein bisschen komplizierter. Was hier aber nicht so gut geht, ist, dass ich sage, ja, was möchte ich rausnehmen? Dazu müsste es in der Nähe stehen, dann könnte ich es machen. Hier geht es halt einfacher, wenn ich da reingehe und sage, diese Klasse ja oder das nein. Ah, das zweite Schild ist da. So. Hier sehe ich die Schildstärke nicht. Das ist natürlich die Frage, welches ist mein Schild? Kann er das abdrehen? Sehe ich am Schild, wie stark das Schild noch ist? Nein. Okay, dann gehen wir wieder rein. So.
Wenn ich das Ding einmal abdrehe, dauert es wieder 5 Minuten, bis es aktiv ist. So. So geht's sofort. Das sind also so die Unterschiede. Was hätten wir noch bei S Plus? Wir haben, eins habe ich jetzt natürlich vergessen, ist auch ganz wichtig, der Generator. Habe ich jetzt S Plus oder ohne S Plus? Das ist ohne, gut. Wir haben den normalen, warte mal, ich droppe jetzt einmal, weil sonst finde ich gar nichts mehr bald. Es kommt erst irgendwann. So, der Tech-Generator. Und jetzt fehlt mir noch der S-Plus-Tech-Generator. Generator. So. Das sind die zwei Generatoren. Sie schauen wieder mal gleich aus. Beide brauchen natürlich Element. Wie man sieht, sie schauen auch gleich aus. So. Bei dem hier. Show Range. Dann sehe ich, wie weit das geht. Ist jetzt leider momentan nicht besonders weit. Kann ich den ausweiten? Ja, ein bisschen. Auf 10 Maximum. Dann sollte es so weit gehen wie das Schild. Das sieht man jetzt an den blauen Markierungen da. Und dann kann man sagen, Height Generator Range. Der S Plus. Da kann man sagen, Show. Er hat diesen blauen Nebel dann nicht. Und wir können sagen, nein, gar nichts. Wir brauchen kein, oh ja. Die Generator Range wird angezeigt wieder mit diesem blauen Dings. Ist also von Haus aus auf Maximum. Der Unterschied hier ist halt, der eine verbreitet blauen Nebel, der andere irgendwie nicht. So. Aus. Aus. Deaktiviere. Dankeschön. Eieiei. Also beim Generator im Prinzip kaum Unterschied. Kann man also eigentlich beide bauen. Was hätten wir dann? Wir hätten zum Beispiel noch die Lights. Da gibt es auch wieder das Tech Light und das Tech S Plus Light. So. Schauen wir uns hier die Unterschiede an. Hier hätten wir das Tech, hier hätten wir das S Plus Light. Beides kann am Strom sich anschließen, weil er unten schon läuft, der Generator. Was können wir da sagen? Da kann ich die Intensität umstellen auf Low, dann gibt es nicht so viel Licht. Ich könnte Medium sagen oder eben High. Das ist hier beim Licht eigentlich alles, was ich einstellen kann. Da ist wiederum das hier etwas umfangreicher. Ich kann sagen Change Settings, ich kann das Licht bestimmen. Ich kann bestimmen, ob es sich automatisch auf- oder abdrehen soll. Und ich kann sagen, wie hoch die Intensität ist. Ich drehe mal auf Maximum. So. Und jetzt könnte ich aber sagen, ich möchte lieber rotes Licht haben. So. Und schon habe ich ein rotes Licht. Ja. Gewöhnungsbedürftig. Nein. Oder rot und blau zusammen, dann haben wir ein violettes Licht. Ja. Na gut. Also ich kann hier wirklich alles einstellen. Aufheben kann ich beide, von daher, das ist okay. Dann droppt man diese Lichter wieder. Weg, weg. Was hätten wir noch? Wir hätten, schauen wir mal nach bei Tech. Wir hätten den Feeding True. Da gibt es natürlich auch wieder S Plus und, warte, jetzt ist er da verschwunden. Nee, das ist der falsche. Such man so. Also, Tech-Through oder S Plus. Tech-Through, genau. So.
Der eine kommt auf die 0. Jetzt haben wir doppeltes Schutzschild, warum nicht? Und das hier, so. Gehen wir eins wieder hierher, eins hierher. So. Der normale hat 100 Plätze. Genau, will automatisch gefüttert und wenn ein Tech-Generator in der Nähe ist, dann dient er als Tiefkühler. Schauen wir mal nach. Essen hält hier 21 Stunden 52. Probieren wir es hier. Das gleiche. Also das ist gleich. Er nimmt alle Foods und Preserving Salz. Das heißt, das kann man noch verlängern. Der hier hat 300 Storage, der ist plus. Der hier hat 100. Allerdings Achtung, S plus normale Feeding Throughs machen normalerweise einen größeren Bereich so, dass nichts mehr nachwächst. So, mich stört leider der Ton von dir. Habe ich jetzt den falschen abgedreht? Habe ich. Das plus nervt im Ton nämlich nicht so. So, das also zum Feeding Through. Kann man eigentlich demolischen. Den kann man nur demolischen, den kann man auch aufheben, wenn man mag. So, das können wir hier eigentlich genauso machen. Und auch den hier könnte man aufheben. Will ich aber gerade nicht. So. Und dann war eine große Frage danach, wie funktioniert das mit dem Lagersystem? Turrets, glaube ich, kann man beide aufheben. Genau, kann man auch aufheben. Ist mir aber jetzt egal, wollen wir nicht. Wir wollen zerstören. So. Beim Lagersystem, da gibt es eigene Kisten dafür quasi. Also bei der S Plus gibt es jetzt neuerdings das hier. Dedicated Storage. Habe ich schon da unten drinnen. Das heißt, ich baue die mal. Die sind ein Viertel Foundation groß. Man kann sie natürlich wieder stapeln. So. Wie ich auch immer mag. Wenn ich hier was einstelle, ich sage jetzt mal Kaktus-Sap, dann sehe ich da auf jeder Seite angezeigt, was rein soll und wie viel drinnen ist. Ich könnte jetzt sagen Chitin. Ich habe leider gerade kein Chitin. Moment, ich habe aber Raw Meat. Gehen wir mal auf Raw Meat. So. Wenn ich jetzt drauf habe, dann sind die 20, die ich im Inventar habe, da drinnen. Wie kriege ich die wieder raus? Indem ich hier sage Withdraw Stack. Dann sind sie wieder raus. Wenn es leer ist, kann ich auch sagen, eine andere Ressource. Möchte ich jetzt nicht, daher demolische ich wieder. So. Ja, leider schweben die Dinger. Das heißt, ich brauche doch die Demogun. Die habe ich aber irgendwo. Demogun, da ist sie ja. Um das Lagersystem herzuzeigen, habe ich schon ein bisschen gebaut. Ich habe es jetzt in meinem Haus quasi so versteckt. Ich habe hier überall zweistöckig Lagerkisten von allem, was es gibt, also was man da auswählen kann. Man sieht, man kann eine ganze Menge reintun, weil selbst hier, wo 2200 drinnen sind, sind nur 23 Stacks belegt von 10.000. Ich habe keine Ahnung, wie man die Kisten je voll kriegen soll. Hier, Gasbälle. Zeige ich euch gleich, warum da schon so viele drinnen sind. Also hier, so viele Kisten bräuchte man, wenn man wirklich alles lagern möchte. Wenn sie mit Strom versorgt sind, was hier alle sind, weil der Generator hier steht, fungieren die als Eiskästen. Das heißt, ihr könnt auch ohne Probleme Fleisch unterbringen oder ähnliches. So, jetzt wäre es natürlich doof, wenn ich hier durchrennen müsste und alle Kisten hauen müsste, nur damit es sich lagert. Da wäre ich bekloppt dabei. Dazu gibt es noch ein Item. Das nennt sich Techgram Dedicated Storage Intake. Das kostet leider 6 Artefakte. Das ist das einzig richtig teure dran. Wenn ich das dann einmal habe, dann ist es aber voll praktisch. Wenn ich es jetzt finde, da. Dann kann ich nicht sagen,
So. Und wenn ich jetzt drauf hau, ist alles, was ich in meinem Inventar hatte, was irgendwie verteilt werden konnte, da auf diese Kisten aufgeteilt. Jetzt könnte ich mal, keine Ahnung, ich könnte da wieder was rausnehmen. So. Wenn ich es jetzt wieder hau, dann wandert der Kristall wieder zurück. So. Show Range, das ist eine ziemlich weite Reichweite, werden wir jetzt hier nicht sehen. Ich habe aber da draußen noch so ein Ding stehen. Weil es wäre zwar ja ganz nett, wenn man das selber kann, aber was soll ich denn machen, wenn ich mit Dino komme? Ich habe hier also eine Ratte, die war auch gerade fleißig farmen und die möchte ihr Zeug loswerden. Die stellt sich jetzt einfach hin. Njum. Ratte leer. Das einzige Samen, weil für Samen gibt es keinen Platz, dass man die einlagern kann. Das kann ich hier einstellen. Ich kann sagen, Disable oder was jetzt eben war, Enable Dino Touch. Das heißt, wenn ich mit dem Dino draufhau, ist alles aus seinem Inventar, was er verstauen kann, automatisch hier drinnen. Und es sind ja, wie man sieht, einige Kisten. So, warum die Gasbälle? Die Gasbälle habe ich ganz nach links oben gestellt, weil ich hier oben ein S-Plus Gasvane gebaut habe. Im Prinzip fast dasselbe wie ein normaler, aber schickt automatisch volle Stacks, also alle 5 Minuten, in den nächsten Dedicated Storage, der auf Gasbälle eingestellt ist. Damit das klappt, habe ich quasi nur noch den Storage für die Gasbälle relativ am Anfang gebaut, damit das auch wirklich erreicht. Warte, jetzt war er gerade voll, vielleicht verschickt das gleich. Warte mal kurz. Ja, mach weiter. Wenn man darauf wartet, dann dauert es immer länger. Es ist ganz normal. Na komm. Gut, dann ist jetzt gerade keine 5 Minuten. Auf jeden Fall kann ich hier sagen, wo ist es? Show Range. Und dann sehe ich, wie weit das geht. Und das geht im Moment bis knapp hinter diese Gaswellen. Also bis hierher könnte der Storage pullen. Jetzt wird es dann eh bald machen. Also es funktioniert auf jeden Fall, sonst hätte ich nicht zu viel da drinnen. Und jetzt kann ich sagen, Height Range. Ja, manche Sachen muss ich natürlich immer noch in einen Schrank stecken. Logischerweise, wie zum Beispiel die ganzen Bauteile, alles, was er nicht kennt, oder für die Samen, etc. So, eins kann ich dann heute noch zeigen, das ist bei der S Plus dabei, das ist der Charge Injector. Den kann man zum Beispiel, ich stelle ihn jetzt einfach mal hier hin. Zack, den stelle ich daher. Activate, ja, war voll gute Idee. Okay. Egal. Was macht der? Der macht eigentlich nichts anderes wie vertreibt die Nameless. Das heißt, ich habe da in der Gegend jetzt Ruhe. Show Range. Nee, ich muss da hoch. Bis hierher quasi habe ich jetzt Ruhe vor Nameless. Wenn ich weitergehe, kann es mir durchaus passieren, dass ich wieder angegriffen werde von Nameless. Da dürfte es jetzt gerade, wie spät ist denn? 13:37 Uhr, okay. Hallo, ihr Nameless. Ja, wenn man es mag, dann kommen es nicht. Die kommen nur, wenn du es nicht brauchen kannst. Ist normal. Seit ich sie baue, ist es deutlich ruhiger geworden. Ja, er hat schon gesendet. Siehst, schon ist leer. Und er hat wieder alle vollen hinübergeschoben. Ja, eines noch, das ist auch was, was nur die S Plus hat.
Das ist jetzt nicht, ja, ich glaube, ich weiß nicht, aber Tech heißt. Schauen wir mal kurz. Das ist in der normalen Liste dann ziemlich weit unten. Das wäre, nee, das ist normal Polymer. Das da. Genau, den S-Plus Tech Elevator. Der ist ganz praktisch. Den setze ich im Prinzip zum Beispiel mal hier rein. Schaut so aus. Ich könnte auch noch sagen, bitte mach ihn undurchscheinend. Oder eben mach ihn transparent. Hier macht es durchaus Sinn zu sagen, nö. Wie bediene ich die Dinger jetzt? Wenn ich mich draufstelle und Leertaste drücke, dann springe ich nach oben. Und schon bin ich oben. Wenn ich auf die Plattform oben gehe und nach unten möchte, drücke ich C. Also wie crouchen quasi. Das heißt, ich entscheide mich, indem ich entweder sage, hoch oder runter, was er tun soll. Das finde ich recht praktisch, braucht im Prinzip nichts wie einfach drüber und drunter eine Plattform. Ja, wenn ich dann noch einmal C drücke, passiert nichts mehr, weil da unten habe ich keine. Das heißt, ich könnte auch so eine Liftkette machen. Wäre doch auch mal was. Ja, und ich glaube, das war es einmal mit dem ersten Teil von S Plus. Und mehr gibt es dann in der nächsten Folge. Da ich mir gerade erst überlege, wie ich das eigentlich mache, kann es allerdings sein, ups, dass die nicht gleich morgen gibt, sondern vielleicht erst übermorgen. Ich hoffe, es war interessant. Nicht springen, bevor man diese Plattform verlassen hat. So. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danu sagt Tschüss, ciao und Baba.